Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben die Freude, Herrn Professor Erwin Blessing vom Klinikum Karlsbad-Langensteinbach begrüßen zu dürfen. Herr Professor Blessing ist Spezialist für Gefäßerkrankungen und da gibt es jetzt nun ein Thema, das heißt Schaufensterkrankheit. Herr Professor Blessing, was ist das eigentlich? Warum heißt das so? Unter der Schaufensterkrankheit versteht der Volksmund sozusagen ein Symptom, Beschwerden. Beruhend auf einer Durchblutungsstörung der Beingefäße. In der heutigen Zeit möchte man möglichst fit sein, man möchte sich nicht eingestehen, dass man nicht mehr mithalten kann. Und da kommt der Name her, dass die Betroffenen aus Scham sozusagen so tun, als müssten sie jetzt nicht wirklich stehen bleiben, sondern sie nutzen die Gelegenheit, der Schaufensterauslage zu beobachten. Von einem zum anderen. Von sozusagen. Einem zum anderen. Mehrere hundert Meter, 50 Meter, da kommt der Name im Volksmund. Und was sind die Ursachen dafür? Die Ursachen von Gefäßerkrankungen, von den Beingefäßen, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Ursachen, die wir alle kennen, von der Durchblutungsstörung des Herzens oder auch der Halsgefäße. Da muss man in erster Linie das Rauchen nehmen, was zum Glück etwas weniger stark verbreitet ist. Da sehen wir gewisse Fortschritte, sage ich mal. Es gibt einen hohen Blutdruck, es gibt erhöhte Cholesterinwerte, Blutfettwerte, es gibt den Zucker und es gibt eine gewisse, ich sag mal, erbliche Veranlagung. Wie eng muss denn ein Gefäß dann sein oder wie verengt muss ein Gefäß sein, damit man solche Beschwerden bekommt? Enger, als man wahrscheinlich denken würde. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht eine ganz genaue Prozentzahl zeigen. Das hängt auch ein Stück weit davon ab, wie aktiv der Patient ist. Aber ich sage mal, grob gesagt, über 70% Verengung, das heißt 3/4 des ursprünglichen Gefäßes muss verengt sein. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, 3/4 eines großen Gefäßes, eines Beingefäßes sind zu und dann bekommt man erst Beschwerden. In der Regel ja. Und aus dem Grunde entdeckt man dann, wenn man nicht jetzt mit ganz ausgewöhnlichen Methoden nachschaut, entdeckt man eigentlich dann die Schaufensterkrankheit erst in einem relativ fortgeschrittenen Stadium. Wie sind denn die Beschwerden genau? Sind das Schmerzen? Die Patienten schildern den Schmerz sehr, sehr häufig, als wenn sie Muskelkater bekämen, aber akut beim Laufen. Und das Besondere sozusagen, die Beschwerden, die bessern sich rasch, sobald die Belastung abnimmt, das heißt, der Patient stehen bleibt. Wenn man den Verdacht hat, wie geht man in der Diagnose weiter? Wie erhärtet man die Diagnose? Ja, idealerweise geht man zum Hausarzt, der kann mit ganz, ganz einfachen Methoden einfach mal schauen, ist der Puls denn noch tastbar an den Fußgefäßen. Dann gibt es Möglichkeiten, man kann den Blutdruck messen, auch an der Fessel, am Knöchel und kann ihn vergleichen mit dem Blutdruck am Arm. Und sollte sich da irgendein Verdacht ergeben, kann man da mit anderen Methoden, beispielsweise mit Ultraschall, noch mal genauer nachprüfen. Nun nehmen wir mal an, man hat das alles schon gemacht und man findet dann auch im Ultraschall, dass da irgendwelche Veränderungen sind an den Gefäßen. Wie geht man denn dann weiter vor, diagnostisch? Ich würde mal drei wesentliche Behandlungsmaßnahmen erwähnen wollen. Zum einen immer vernünftig mit einem gesunden Lebensstil erstmal sozusagen das Rauchen einstellen beispielsweise. Zweites Behandlungspaket, sage ich mal, durchaus Medikamente, die durchaus auch dazu beitragen, dass die Verengungen nicht zunehmen und insbesondere auch, dass die Verengungen nicht in anderen Gefäßsystemen entstehen. Ich sage mal ganz kurz Blutverdünner und Cholesterinsenker. Das dritte wäre dann natürlich die Behandlungsmethode, dass man dann die Verengungen in erster Linie, sage ich mal, mit einer schonenden Methode versucht zu beseitigen. Ich habe mal gelernt irgendwann, dass man diesen Patienten sagen sollte, die beste Therapie ist gehen, gehen, gehen. Absolut richtig. Gerade bei der Schaufensterkrankheit ist das Training sehr, sehr wesentlich, dass ich dann selbst beim kompletten Verschluss sozusagen Umgehungskreisläufe, also Nebenstraßen sozusagen bilden, wenn die Hauptstraße verstopft ist. Das heißt also, man kann dann seine Wegstrecke wieder verlängern und dann könnte man auch selbst feststellen, dass da irgendwie was Gutes sich tut. Richtig, man kann durchaus die Wegstrecke so weit verlängern, dass es dem einen oder anderen Patienten auch durchaus reicht, mit seinem Alltag sozusagen zurechtzukommen. Sie haben noch ganz was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, da gibt es noch Begleiterkrankungen. Also die müsste man dann auch noch abklären. Ganz hellhörig muss man immer sein bei einem Patienten, wo eine Gefäßregion betroffen ist, ich sag mal die Beingefäße.
Die zwei anderen wesentlichen Gefäßregionen wären sozusagen die Herzgefäße, da ist dann der Herzspezialist gefragt, oder auch teilweise die Halsgefäße, Stichwort Herzinfarkt, Schlaganfallgefahr. Vielen Dank, Professor Blessing. Das war hochinteressant, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben gehört, man muss sehr gut aufpassen, aber man kann sich auch selbst helfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.